meinst du? Der ist oben drin. Und lass Leila die Leute fertigen. Sie braucht ein paar Kills. Nein, da schießt jemand mit Karabiner. Also ich mein, irgendwo. So ein... Okay. Das ist eine M24. Leila, komm nach. Was? Ja, blau. Hinter dem Baum sind ganz viele. Wenn sie einen Achter haben. Und ich habe einen Sechsfach. Thank you.
Schritt nach rechts, nach rechts. Ja, jetzt siehst du ihn. Mach ihn weg. Schießt da links. Diese Einzelschüsse. Ich hab irgendeinen gekillt mit Headshot. Gut. Die laufen nach rechts, ich bin auf von rechts von euch. Bender ist sofort weg, weglaufen, Bender. Warte kurz, ich heile gerade. Ich schaff das. Genau. Back hier. Ja, Lela, wenn du jetzt hochgehst, dann könntest du ihn sehen. Bisschen vorlaufen zum Baum. Jetzt siehst du ihn. Ja. Ja, ja. Lela. Ja, ja, nochmal. Lela. Okay, ich komm zu euch. Okay. Doch nicht so einfach wie erwartet. Der DBS fahren. Thank you.
helfen, damit die kurz die ganzen Dudes platt machen, die du Ich hab aber selber vierfach genommen. Ich hab vierfach gebraucht, weil ich keine. Das ist eine gute Kuppel. Ich sehe einen! Ich hab die Kuppe flüssig. Ich kann aber platt machen. Hier, ich hab ein Vierfach für dich. Okay. Der war da hinten. Ich pull. Steht nochmal einer. Nochmal einer. Bleib stehen. Vier. Ich seh im Haus drin. Ich hab den.
gecrashed. Da sterben wir jetzt. Hab ihn! Ich würde dich jetzt erstmal. Was ist gerade passiert? Hinter der Crate. Leila, pass auf, nach rechts. Hast du einen grünen? Ich geh ins Haus. Ich guck, wer anruft unten. Warte kurz. Hier ja, Buggy. Jetzt hast du mir einen Weg gesnackt. Thank you.
Rest, wenn du willst, ich hab dir deine Bücher markiert. Mit welcher Taste tut man Fallschirm öffnen? F. Wir fliegen. F. Wer läuft hier rum, Leila? Oder? Ja. Yeah. Ich habe eine Barrel, die ich täuschen würde, falls wer mag.
Wir sind alles am Start hier. Profi, 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 Profi. Na, kein Profi, 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 Profi. Kein Profi, Profi. Profi. Kein Profi. Oh mein Gott. Und im anderen Team wird es nicht anders aussehen. Schauen wir mal. Jetzt beißen wir ins Gras. Das wird sicher ein Spaß. Oh mein Gott, meine Reime. Meine Reime sind wunderschön. Oh, schauen wir mal. Wie weit wir kommen hier. Ey, um ehrlich zu sein, mit Texturen auf Level 2 finde ich sogar noch besser als mit Texturen auf Level... Oder auf der höchsten Qualitätsstufe. Muss ich jetzt sagen. Hm? Der ist ja... Das ist ja ein... Muster kleiner Racker. Wieso kriege ich keinen Kill da? Okay, alles klar. Wieso kriege ich da keinen Kill? Alles klar. Gut, also die ersten zwei Hammer. Man könnte. Ist noch einer unten hier. Komm mal. Gott, macht's nach. Macht das mal nach. Wie der sprichwörtliche Held vom Erdbeer fällt. I love when that happens. 007. Also. Knapp. Ich mag die oder das 9. Das Spiel kommt so drauf an, wo du spawnst. Und natürlich auch, wie viele Typen vor dir spawnen. Ihr habt es gerade gesehen, es waren 2. Reflexe. Ich schieße schon auf die Typen. Da weiß ich gar nicht, ob es ein Freund oder nicht. Egal. Ich rotz drauf. Wenn es ein Freund ist, dann fällt er nicht um. Und wenn es ein Freund ist, wenn es kein Freund ist, dann... Gibt's das? Und da ist einer. Da haben wir noch die 2 weggesammelt. Hier nochmal noch. Boah, die Granate war gekocht, deswegen hat es mich so. Deswegen hat es mich so erwischt. Aber da wäre der Typ sowieso wahrscheinlich in die Luft geflogen. Nice. Oh, unstoppable, aber bald ist bei mir stoppable, wenn ich nämlich keine Munition mehr habe. Das passiert jetzt gleich. Dann kann ich mir einen Sarg bestellen. Meistens mache ich es dann so, dass wenn ich keine Munition mehr habe, dann mache ich nochmal den Pfannenwurf. Und dann... spawn ich neu. Hey, 2. Echt? Was macht der? Okay, alles klar. Schaut sich den Boden an. Vielleicht sucht er nach Regenwürmern oder möchte das Gras wachsen hören. There is no ammunition. But there is a pan. Da ist immer noch. Wir müssen halt nah hin. Wenn wir mit der Pfanne was machen wollen.
Macht die Sache nicht einfacher. Wir müssen da hin, wenn wir da vorne was machen wollen. Gucken wir mal nochmal. Ja, mit dem Punch geht auch nichts. Ach, schade. Ja, das wär's gewesen, oder? Ultra praktisch ist, weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Schrotflinte kann halt wirklich. Die keine, jo. Die Schrotflinte kann halt auch im Springen gut verwendet werden. Aber jetzt habe ich 10. Immer noch letzten, vorletzter. Vorhin habe ich irgendwie einen Chicken Dinner gewonnen und hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Das war voll super! Müssen wir jetzt noch einen Chicken Dinner holen hier? Holen wir mal noch einen Chicken Dinner. Ich habe übrigens mir so einen Fitness-Tracker geholt, ist voll gut. Der trötet jetzt an meinem Handgelenk rum, wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich liege, wenn ich mich zu viel bewege, wenn ich mich zu wenig bewege, wenn ich schlafe und wenn ich wach bin. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Dieses Gerät sollte man besitzen. Man hat nie wieder Ruhe. Ich mag die Pumpe ohne Ende. Granate. 100%. Ach, ich dachte, das wird gar nichts mehr mit dem Dude hier. Wenn er in die Zone pusht, dann rentiert sich's. Sturmgewehr in der Hand zu haben. Weil ihr wisst nicht, hinter welchem Busch oder was einer raushüpft. Und wenn ihr dann eine Snipe in der Hand habt, habt ihr gelitten. Wohingegen, wenn ihr mit dem Sturmgewehr rumrennt und seht einen, der weit weg ist, ist die Chance, dass ihr noch wechseln könnt auf eine Sniper doch recht hoch. Deswegen ist es immer besser, Nahkampfwaffe zu haben. Und was natürlich auch wichtig ist, jeder weiß es, mag Nahkampfwaffe auf Slot 1, weil die schnell zieht er schneller. Das hat er ja irgendwie jetzt nicht so gut gemacht, der Bursch. Der Schallidiot ist noch da. Der, ich glaube nicht gehört. Gut, den haben wir. Jetzt ist die Frage, hat er einen Schalli? Achterscope, cool. Suppressor, cool. Military Vest, cool. Backpack Level 3, cool. Ich bin glücklich. Wir sehen. Das war's. Hilft leider nichts, war laut. Was ich da gerade gemacht habe, das war laut. Da war noch ein Schalli, klar. Nice! Kann man so machen. Jetzt müssen wir aufpassen. Den habe ich ordentlich verarztet. Den habe ich ordentlich verarztet, den Dude da drüben. Ist das Haus noch drin? Ne. Das ist gut. Fies, was ich da immer. Ich weiß, der muss raus aus dem Haus und ich weiß, dass ich mit dem Schalli ihm richtig gut die Hölle heiß machen kann jetzt.
Der hockt im Haus drin und hat Schiss. Ja, okay, warte, er hat keinen Schiss, aber er hat auch keine Ahnung, wie man trifft. Jetzt bist du geliefert, Junge. Mach's nochmal. Uff, trifft doch. Muss jetzt raus, ne? Naja, blöd für dich. Hammer. Oh mein Gott, jetzt wird's nervig. Noch zwei. Ich weiß, wo er ist. Da unten irgendwo. Wenn er da unten ist, dann kann ich doch jetzt einfach das Zeug holen. Das machen wir. So, noch einer da. Noch einer da. Ich sehe ihn. Und das war's. Zweites Chicken Dinner heute im FPP. Ich bin doch schon ein bisschen stolz. One Shot Kill, nice. Was tun wir denn hier, bitteschön? Das ist jetzt Mikado. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Kommt von links. Er hatte die P90 und ich den längeren Atem und die Geduld. Ich sage danke fürs Zuschauen und gerne Like und Subscribe mal draufhauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.